Herzlich willkommen zurück zu Little Wood. Ich bin die Miri und unsere Heldin ist gestern zum ersten Mal gestorben. Da hatte ich nicht ganz aufgepasst, aber nicht so schlimm. Also so richtig gestorben sind wir ja nicht. Wir müssen nur noch immer an magisches Holz kommen. Ja, heute sind wir glücklich und wir lesen erstmal unsere Post. Liebe Miri, danke, dass du dich um diese furchtbaren Bienen um die in der Stadt kümmerst. Glückwunsch für Level 5. Okay. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt nicht immer vorlesen, wenn hier diese Level-Sachen nur kommen. Das ist ja noch ein bisschen langweilig. Was haben wir denn da? Ein Nightwing. Nee. Hallo? Achchen. Ich soll immer noch einen Schreibtisch machen. Der ist ja gut, aber ich weiß halt nicht, wie ich rankomme, ne? Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ah, das gehört noch ein bisschen extra. Hier, einmal das hier. Oh, Emperor Fly. Wow. Wird man wieder diesen seltenen davon verkaufen. Außerdem die hier. Und ich hatte doch irgendwo auch Federn gefunden. Große Federn, die werde ich auch mal verkaufen. Dann vielleicht mal eine von den großen hier. Eine von den kleinen. So, das ist doch ein nettes Ding. So. Nächster gefangen. Da gibt's Fische. Komm ich da so ran? Ich fürchte fast nicht. Doch. Der nächste. Willow? Dudley hat mir von deinem ersten Angeltrip erzählt. Er sagt, du bist ins Wasser gefallen, weil du vor den Fischen Angst hattest. Kaum zu glauben, dass das der Held war, der den dunklen Zauberer bekämpft hat, besiegt hat, besser gesagt. Vielleicht sollten wir eines Tages zusammen fischen gehen. Ich werde sicher gehen, dass ich dich nicht mit einem Fisch erschrecke. Ja, ich glaube, das ist nicht notwendig. Man kann die übrigens auch mitnehmen. Hier. Oh, kann man die einfach mitnehmen. So. Ich mag eigentlich Dudley sehr gerne. Er sagt, dass meine. Er hat gesagt, dass meine Federn eine wunderschöne Farbe haben. Sein Hut ist recht modisch, denke ich. Okay. Ich möchte nicht angeben oder so, aber ich denke, ich habe die schönsten Augenbrauen in Heldenstadt. Okay. Kann man sie jetzt auch nochmal mitnehmen? Achso, man kann immer nur einen gleichzeitig mitnehmen. Na gut. Na gut. Dann ist es halt so. Ah, Dudley, hallo. Dalton. Hi, Miri. Ich weiß, du bist extrem beschäftigt, deinen Heldenstadt aufzubauen und so, aber wäre es möglich, dass du mir ein bisschen neue, coole neue Möbel baust? Ich habe diese Blaupause für einen Schreibtisch gemacht. Wenn du ihn baust, kann ich all meine coolen Ideen aufschreiben. Endlich haben wir das. Wenn du einen Schreibtisch für irgendjemanden als der Leute baust, können sie ihre Sachen runterschreiben für dich, also ihre Sachen aufschreiben. Ich denke, du wirst ein beschäftigter Held sein. Ja. Außerdem, versuch einen Schreibtisch in deinem eigenen Haus zu bauen und schau mal, was dann passiert.
Ich glaube, das würde ein großartiger Ort sein, um über deine persönlichen Ziele, ja, persönlichen Ziele aufzuschreiben. Okay, ja, okay. Mach mir mal ein Kompliment. Nun, ich mache auch 5,5 Push-Ups jeden Morgen. 5,5 Push-Ups. Glückwunsch. Okay, Also, er möchte einen Schreibtisch. Wenn mir nicht... Dekorativ. Aha, das ist dekorativ. Na gut. Okay. Er möchte ein Ozeanbett. Ein Aquacarpet. Ein Bookshelf. Aha. Ach so, das sind alles so die Sachen, die sie haben wollen. Und je mehr dann davon hat, nehme ich mal an, desto mehr Sachen bekommt man. Kann ich irgendwas davon schon machen? Nee. Okay, das meiste davon haben wir noch nicht gelernt. Ja, gut, aber ich werde dann trotzdem mal jetzt auch in den ganzen anderen Häusern das dann bauen. Kann ich irgendwas kochen? Nee, denke ich nicht, ehrlich gesagt. Aber wir können das hier noch verbessern. Mhm. Cool. Ah, lauter Tipps hier, aber die bringen mir nichts, solange ich die Sachen nicht habe, ne? Mal irgendwie aufhören. Ja. Das nervt dann doch ein bisschen, wenn sie so hinterherlaufen. Ah, was ist das hier alles? Eine Lampe? Ah. Holz brauche ich nicht. Cool, verschiedene Betten und sowas. Ja, ich brauche ein paar Planks hier. Okay. So, weiter geht's zum nächsten Haus. Nehme ich aber erstmal hier noch das hier mit. Ja, da gibt's natürlich noch gar nichts. Das ist ja klar. Das weiß ich eigentlich auch. Hm. So, dann bauen wir hier auch mal so ein kleines Tischchen hin. Contemporary Wallpaper. Ah ja. Ja, unterschiedliche Wünsche, auf jeden Fall. Hier bauen wir auch einen hin. Aber warum kommt jedes Mal schon allein 100 Tautropfen dadurch, dass ich das Ding anklicke? 11 Wood Wallpaper. Aha. Okay. Dann bauen wir das Ganze nochmal für mich. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Errungenschaften. Krass, was ist das? Aha. Wenn ich 5 Slime-Apples habe, dann habe ich 5... Oh Gott, wie viele Stufen gibt es denn da? Das ist ja der Wahnsinn. Krass. Ja, und den letzten Schreibtisch, denke ich. Ich glaube, das war der letzte, oder?
Ja, da gibt es bisher noch nichts, was man nehmen könnte. Und bevor wir irgendwas weiteres machen, müssen wir, denke ich, noch mal in den Wald. Wir müssen unbedingt dieses Haus bauen. Dazu muss ich eben den Wald besuchen. So. Kann ich mit denen eigentlich noch mal quatschen hier? Der Anführer der Blitzmagierin ist Dr. Alm. Er hat ausgedehnte Forschung auf den bezüglich der dunklen Bäume gemacht und hofft, dass er alle Geheimnisse des endlosen Walds entdecken wird. Ja. Okay, sie ist irgendwie beschäftigt. Na gut, dann halt nicht. So, und sie? Also der eine ist irgendwie ein Troublemaker. Wenn man ihr nicht eine Golden Bell jede Stunde gibt, fängt sie an, Wasser auf Leute zu schießen. Okay. Okay, interessant, interessant. Jawohl. So. Nächstes Mal sind wir ein bisschen vorsichtiger, wenn wir irgendwo einen dunklen Wald, einen dunklen Baum sehen. Ah, da oben ist ein magischer Baum. Da wollte ich hin. Und da gibt es auch einen Fisch. Den hätte ich natürlich auch gerne. Ja, das ist ein neuer. Ja, den Baum wollte ich. Noch hat er mich nicht bemerkt. Ich nehme an, das ist was Gutes. Gut, den haben wir schon mal geschafft. Was ist das denn hier drüben? Beefort. Ah, ein Abenteurer. Bitte tu mir nicht weh. Ich bin nur eine Low-Level-Bee-Monster. Ach so, sie. Okay, sie ist kein echtes Monster. Ach, du willst mich gar nicht angreifen? Huhu, sag, können wir Freunde sein? Mein Name ist Beefort. Ich bin ein freundliches Monster. Okay. Na gut. Dann greifen wir dich halt nicht an, ne? Dreck. Mit. Ein Schleim. Da ist noch eine Kiste, die ich öffnen möchte. Den nehmen wir natürlich auch mit. So, und dann gibt es hier noch diese Dinger. Bin ich mir aber nicht sicher, ob der sich jetzt gleich meldet. Aha, Level 10 Gathering, bevor ich diese Früchte hier kriege. Ah, okay. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Cool. Echt schöne Sachen dabei. Das da hinten sieht doch nach einem schönen Slime-Apple aus. Den nehmen wir mit. Jawohl. Ja, mehr gibt es hier eigentlich gerade nicht für uns. Es sei denn, wir wollten Bäume fällen, aber ist jetzt gerade nicht so mega notwendig. Gut. Dann ab nach Hause. Und vielleicht können wir ja es noch schaffen, dass wir ihr das eine Haus bauen. So, jetzt haben wir 5, das sollte ausreichen. Da oben wollte ich es hinbauen. Object, so, Liliths Haus. Ah, ich brauche 8 davon? Oh, warum brauche ich denn auf einmal 8? Ich dachte, ich brauche 5. Ah, das ist aber schlecht. Brauche ich da noch viel mehr? Was wäre da jetzt heute gewesen? Ach nee, das ist heute. Okay. Naja, ich verstehe. Wir haben ja noch die Sache mit dem Town Square, ne?
Der ist natürlich auch wieder so ein bisschen größer, ne? Und wie ist immer das, was mir Willow gibt, einfach abartig groß. Wo soll ich denn das jetzt hinstellen? Gut, ich meine, ich habe ja schon noch Möglichkeiten. Ich kann ja zum Beispiel hier auch das ganze Terrain ein bisschen anpassen. Und die Frage, wo man das Ganze haben möchte. Würde das theoretisch hier hinpassen? Boah, das ist jetzt nicht so ideal, ne? Das ist das Haus, das will ich jetzt gerade nicht. Also ich weiß nicht so recht. Eigentlich sollte so ein Town Square ja möglichst zentral sein, ne? Und ob ich den Brunnen da jetzt einfach verschieben kann? Ich weiß ja nicht. Mal, das geht. Tatsächlich. Kann den Brunnen einfach verschieben. Dann machen wir das so. Also mittendrin, also eigentlich gefällt mir das auch nicht, ne? Nee, das will mir eigentlich alles nicht so richtig gefallen. Vielleicht könnt ihr ja mal den Kalender hier verschieben. Was dann ausreicht. Ach, Leute, ich überlege das mir kurz mal, wo wir denn jetzt hinstellen können. Brauche einen Augenblick. Bis gleich. Okay, also ich habe mir überlegt, ich werde es hier hinstellen. Dazu muss ich allerdings erstmal hier den Hügel so ein bisschen abtragen. Okay. Hier müsste das Ganze hinpassen. Erstmal so, man kann es ja auch später noch alles nochmal verschieben, wenn man es wirklich anders braucht. So, das wäre fertig. Willow hat nichts dazu zu sagen. Ach so. Das kommt wahrscheinlich von unserem Trade hier, aber ja, schön. Mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Moment mal. Wir haben jetzt noch was geschafft. Oha. Ja, das gab ein bisschen was. Ist es irgendwo gespawnt? Irgendwo ist was gespawnt, hat er gerade erzählt. Ich habe nicht ganz genau gelesen, was es war. Ach! Da hinten ist eine Kiste gelandet. Okay. Ich hatte mir auch gerade überlegt, dass wir vielleicht nochmal kochen könnten. Denn jetzt, wo ich wieder einen von den Slime-Apples habe, könnte ich mal probieren, ob das funktioniert. Mal sehen, was er daraus macht. Ja, Bubbly Dragon, aber das kennen wir ja schon. Okay, Moment. Also haben wir wenigstens wieder was, was wir verkaufen können. Habe ich das eigentlich schon verbessert? Ach so, ja, heute. Na gut. Gehe ich jetzt noch zu der Kiste? Ah, Kiste mal angucken. Ich habe zwar ein bisschen die Befürchtung, dass wir da gar nicht rankommen, weil die ist ja lila. Doch, eine Coin. Okay.
Na dann, ab ins Bett. Oh, das ist nicht mein Bett. Ups. Falsches Haus. Hier. Aha. Okay, vieles hat sich irgendwie verbessert und zwar ziemlich heftig. Mittwoch. Willow's Secret. Willow! Ah? Oh, hallo Dalton. Kannst du es glauben? Miri ist immer noch am Leben. Unser Kampf mit dem dunklen Zauberer war so fantastisch. Du hast ihn mit einigen Pfeilen erschossen. Ich habe meine coolen Ninja-Shurikens geschmissen. Und Miri hat den letzten Treffer gelandet mit dem legendären magischen Schwert. Aber ich denke, ich erinnere mich... Aber ich denke, ich erinnere mich, wie Miri mit dem dunklen Zauberer verschwunden ist. Ja, meine Erinnerung ist auch etwas verschwommen, was das angeht. Die beiden sind einfach, scheinen zusammen verschwunden zu sein. Ich dachte, Miri wäre für immer verschwunden, bis ich Miri hier in diesem Wald wiedergefunden habe. Ja, ich habe jede Nacht geweint, bis ich deinen Brief bekommen habe. Miri war wie mein bester Freund. So, Miri kann sich wirklich an nichts erinnern. Es scheint, dass Miris Erinnerung von dem dunklen Zauberer weggenommen wurde. Nun, wirst du Miri etwas darüber erzählen? Oder was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. Ach, Willow. Ich fühle mich energiereich. Schön. Was sind denn eigentlich meine neuesten Ziele? Stein? Holz? Ja? Okay. Ah. Sollen wir mit Dudley zusammen fischen gehen? Ach stimmt, das kann man ja natürlich auch machen. Okay. Ja, das kennen wir ja schon. eigentlich wollte ich nur das hier haben. Ach, es war nicht ihr erstes Mal. Hab ich das beim letzten Mal falsch gelesen? Oh, der Traveler bringt uns Geschenke. Schön. Inferno-Spell. Cool. Kann ich damit was machen? Woggy Woggy. Ja. Was zur Auswahl für die? Ja, wir haben ein bisschen was davon. Was ist denn hier alles? Boah. Ja, zum Teil echt richtig wertvoll. Wenn ich mal wüsste, was man damit sonst anstellt, ne? Also. Ich denke, wir können hier noch ein paar Schmetterlinge loswerden. Ja. Warum sollen wir dann nicht mit Dudley mal losziehen? Aber erstmal hole ich mir die Karotten hier noch. Das ist manchmal ein bisschen komisch gemacht mit der Steuerung. Also. So. Schleimfrüchte hier. Das nehmen wir natürlich mit. Hast du nicht irgendwas von Mittwoch gesagt, dass hier immer was Mittwochs irgendwas passiert? Ah ja, genau. Mhm.
Okay, da kann ich es noch weiter verbessern. Mach mal das hier. Und das hier. Ja. Ja, dazu müsste ich das noch weiter verbessern. Moment mal, dienstags? Hat ja doch immer noch neue Sachen drin gehabt. Was haben wir denn? Ach stimmt, das habe ich ja schon alles gesehen. Oh. Irgendwas habe ich jetzt dafür bekommen. Ah ja. Fiedern und so. Ja, ich habe einige davon gebaut. Einige werden womöglich ja höheren Lebensstandard haben wollen oder näher an einigen Strukturen in Heldenstadt leben. Ja, das habe ich schon gesehen. Versuch mit Schreibtischen in den verschiedenen Hausen zu interagieren, um zu sehen, was ihre derzeitigen Requests sind. Ja, das habe ich verstanden. Ja, jeder ist eine entspannte Stadt, jeder ist nett und ich kann all die Insekten fangen, die ich möchte. Mit dir abzuhängen ist ebenso das tollste Ding ever. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, da geht's noch mal ein bisschen. Könnte mir vorstellen, dass ich noch mal was davon mache. Müssen ja auch noch ein bisschen vorwärts kommen, was das angeht. Mit Kochen, ne? Das sind meine Rezepte, ja. Davon habe ich bisher noch nicht allzu viel, ne? Gab's hier noch was? Nee, da könnte ich noch weiter verbessern, aber machen wir jetzt erstmal noch nicht. Mit ihr habe ich nicht gesprochen. Babsi. Diese nervigen Goblins nerven mich. Haben sie nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag diese seltsamen Geräusche zu machen? Woggy dis, woggy dis. Was sollen diese Worte überhaupt bedeuten? Oh, das ist echt ein bisschen komisch, ey. Du siehst cool aus wie immer. Welche Shampoo-Marke verwende ich? Mir sonst keine Sorgen? Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Da oben ist ja auch noch eine Schleimfrucht. Die Idee, die ich jetzt hatte, war tatsächlich, dass ich noch ein paar von diesen Bäumchen baue. Ein paar gehen ja noch. Sodass ich dann einfach mehr zusammenkriege. Ist sie hier zu Hause? Ja, die sitzt zu Hause. Hallo Willow. Ja, sie erklärt mir nochmal, dass ich Dreck benutzen kann, um Dreckstraßen zu bauen. Das mit den Stufen kennen wir auch. Es gibt auch eine gute Seite, deine Erinnerung zu verlieren, weißt du? Du kommst an Orte, die du zum ersten Mal besuchst. Ja, so gesehen. Gibt es hier Tables, Chairs? Nee, das ist. Hab halt tatsächlich noch nicht so viele. Oh, was ist das denn? Inferno-Spell? Ah, das ist ein Bild. Dazu muss ich aber. Ach, dazu braucht man diese Käfer. Okay. Oh ja. Okay. Ich verstehe, ich verstehe.
Naja, ich würde sagen, für diese Folge machen wir mal Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann werden wir auch mit Dudley zusammen fischen gehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.